Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind in der Arbor-Wildnis, stehen vor dem Mythal-Tempel und gehen da jetzt mal rein. Da, haben wir im letzten Mal noch unseren... Das muss der Mythal-Tempel sein. Ja, und ich höre Kampflärm. Ich auch. Haben wir im letzten Mal noch unseren Stufenaufstieg gemacht, wissen auch schon, was wir bei uns mit den nächsten Punkten anfangen. Zumindest weiß ich das aktuell noch, wenn wir den nächsten Stufenaufstieg haben, werde ich es nicht mehr wissen. Wenn wir noch 3 Stufenaufstiege bekämen... Also jetzt hier natürlich nicht, aber mit den DLCs, dann wäre das ziemlich cool. Boah. Namelana sur Bananen. Er verspottet euch, Meister. Bananen? Was ist sie denn für ihr... Diese Würmer... ...grüne Zahnlücke? ...werden uns nicht von der Quelle der Trauer fernhalten. Quelle der Trauer? Seid geehrt. Sterbt durch die Hand eines neuen Gottes. Was ist da passiert? Sie hat gar keine Zahnlücke, das sah nur so aus. Darf nicht sein. Über die Brücke! Schnell! Ach du Scheiße. Puh. Knappes Ding. Knappe Angelegenheit. Also Corypheus ist durch den Schutzmechanismus des Mythal-Tempels gestorben. Eigentlich, also er wurde ja vor unseren Augen vernichtet, zusammen mit dem Elfenwärter oder wie auch immer man es nennen möchte. Corypheus hat aber offensichtlich die Möglichkeit, sich einfach einen anderen Körper zu schnappen oder eine Lebenskraft von die Lebenskraft von anderen. Ja, und kriegt dann einfach wieder aus dem Boden. Mythals Allerheiligstes. Hallo. Gehen wir weiter, bevor Corypheus uns stört. Ihr habt gesagt, Corypheus will einen Eluvien, aber er erwähnte eine Quelle der Trauer. Was ist denn nun richtig? Gute Frage. Ich bin nicht sicher, was er damit meinte. Könnte beides dasselbe sein. Heißt Eluvien übersetzt vielleicht Quelle der Trauer? Nein. Corypheus scheint es nicht um einen Eluvien zu gehen. Ja, ich habe mich geirrt. Seid ihr jetzt zufrieden? Was auch immer die Quelle der Trauer sein mag, Corypheus sucht danach. Also sorgt dafür, dass er sie nicht bekommt. Boah, klingt nach Plan. Sehen wir zu, dass wir diese Quelle vor Corypheus Leuten finden. Mythal. Ich wüsste gern, wieso Corypheus noch lebt. Äußerer Hof. Wir haben ihn sterben sehen. Und seine Lebensenergie geht auf alle verderbten Kreaturen über. Egal, ob dunkle Brut oder graue Wächter. So hat der Mistkerl also Hawk überlebt.
Wir werden Korypheus aufhalten, sobald wir hier fertig sind. Seltsam. Erzdämonen haben dieselbe Fähigkeit, aber dennoch können die Grauen Wächter sie töten. Aber Korypheus haben sie weggesperrt. Offenbar wussten sie, dass er dazu in der Lage ist. Allerdings nicht wie. Okay, Morrigan, hast du noch mehr zu sagen? Ja? Seid ihr sicher, dass Korypheus die Macht der Verderbnis nutzt, um unsterblich zu werden? Ihr scheint vergessen zu haben, dass ich während der 5. Verderbnis in Ferelden war. Ich habe einen echten Erzdämon wüten gesehen. Woher hat Korypheus die Macht, seine Seele in verderbte Körper zu senden? Das ist die eigentliche Frage. Hilft uns die Antwort auf diese Frage dabei, Korypheus zu vernichten? Vielleicht, aber zuerst sollten wir uns um die Quelle kümmern. Wenn sie Korypheus in die Hände fällt, könnte jede Hoffnung auf Erfolg dahin sein. Mhm. Wisst ihr, wofür dieser Teil des Tempels genutzt wurde? Der Raum, in dem wir gerade stehen, ist ein Vorraum, nicht der eigentliche Tempel. Für jene, die es kannten, war dieses Ritual vielleicht nicht viel mehr als ein höfliches Klopfen an der Tür. Diese Gebräuche waren den Altelfen vermutlich ebenso vertraut wie euch und mir die Verbeugung vor einer Königin. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass ihr vor jemandem einen Knicks macht. Kennen wir uns jetzt schon so gut, dass ihr meine Manieren und Gepflogenheiten vorhersagen könnt? Man vergibt sich nichts, wenn man sich gelegentlich kultivierten Gepflogenheiten unterwirft. Vor allem, wenn niemand damit rechnet. Aha. Ihr habt gesagt, diese Mythal wurde als Göttin verehrt. Das wird gemeinhin angenommen. Was ist ein Gott anderes als ein Wesen mit unermesslicher Macht? Die schrecklichen alten Götter waren schließlich auch nichts weiter als Drachen. Sie erstarken als Erzdämonen und sie sterben. Vielleicht war Mythal eine mächtige Elfin, möglicherweise eine Herrscherin. Die Geschichte verfälscht nicht selten die Tatsachen. Ihr gebt zu, nichts zu wissen und doch setzt ihr sie einfach so herab? Das tue ich nicht. Ich stelle nur ihre angebliche Göttlichkeit in Frage. Man muss kein Gott sein, um wertvoll zu sein. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht einmal sicher, ob Mythal ein einzelnes Wesen war. Die Quellen sind widersprüchlich. Es gibt verschiedene Quellen über Mythal? In den meisten Geschichten macht Mythal Unrecht wieder gut, während sie mütterliche Güte walten lässt. Sprechet vor bei Mythal, Hüterin der Gerechtigkeit und Beschützerin der Sonne und der Erde. Andere Quellen beschreiben sie als dunkel und rachsüchtig. Betet zu Mythal, auf dass sie eure Feinde zerschmettere und Höllenqualen leiden lasse. Noch mehr Geschichten der Dalesh nehme ich an. Falls ihr mehr darüber wisst, Solis, sagt es uns. Laut der ältesten Quellen war Mythal beides und nichts von beidem. Sie war die Mutter, beschützend und grimmig. Mehr sage ich nicht. Das hier ist kein Ort, um alte Geschichten aufleben zu lassen. Was auch immer wahr sein mag, alle Geschichten über Mythal enden damit, dass sie mit ihren Brüdern ins Jenseits verbannt wurde. Was meint ihr mit verbannt? Wie alle anderen Elfengötter wurde sie vom Schreckenswolf übertölpelt und ist seither in einem Land jenseits des Nichts gefangen. Viele Dalesh glauben, dass die Elfen deshalb in Ungnade fielen und ihre Götter ihnen nicht beistanden. Oder sie waren einfach nur Herrscher, die von Tevinter gestürzt wurden. Wer weiß das schon? Ihr habt die Elfen hier gesehen. Sie waren irgendwie seltsam. In der Tat. Das kann zwei Gründe haben. Erstens, sie sind eine Gruppe von Dalesh, die von ihren Brüdern getrennt wurden. Kultisten. Fanatisch in ihrem Wunsch, Menschen von hier fernzuhalten. Zweitens, diese Elfen stammen von den Altelfen ab, die hier vor dem Fall von Alethen lebten. Die zweite Möglichkeit erscheint mir unwahrscheinlich, aber falls sie zutrifft, sind die Konsequenzen erstaunlich. Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, wie? Mit Magie ist alles möglich. Was auch immer die Wahrheit ist. Die Wächter haben den Tempel erfolgreich geheim gehalten. Sie töten jeden, der ihn betritt. Sogar die Dalesh. Viel spannender ist die Frage, warum? Okay. Gehen wir weiter. Wie ihr wünscht. Damit haben wir ja wieder einiges gelernt oder gehört über Mythal. Es gibt widersprüchliche Quellen. Solis ist anderer Meinung als Morrigan, wollte uns aber nicht alles erzählen, weil das hier ein heiliger Ort ist.
Es ist auf jeden Fall beeindruckend. Ob heilig oder nicht, spielt in dem Moment keine Rolle. Oh, hier komme ich nicht hoch. Schade. Hä? Achso, das war mit Morrigan reden, alles klar. Was gibt's hier? Arbor-Segen. Oh. Offenbar ist die Magie des Tempels noch immer stark. Ist das elfisch? Steht da irgendetwas über diese Quelle der Trauer? Atishal vir abelasen. Das heißt, begib dich auf den Pfad der Quelle der Trauer. Hier steht etwas über Wissen, respektvoll oder rein. Shiven, Shivennen. Und weiter? Mehr verstehe ich nicht. Aber die Erwähnung der Quelle ist ein gutes Omen. Wenigstens wissen wir jetzt, dass die Quelle der Trauer wichtig war. Bittsteller hätten sich zunächst hier vor Mythal verneigt. Vielleicht dürfen wir eintreten, wenn wir es ihnen gleich tun. Ein Ritual zur Besänftigung von Elfengöttern? Das gefällt mir nicht, egal wie lange sie schon tot sind. Es muss sein. Oder macht ihr etwa einen Rückzieher? Führe das Ritual durch, um die Tür zu öffnen. Ich gehe mal davon aus, dass hier alles leuchten muss. Na bitte. Oh. Das war zu offensichtlich. Ist halt oft so bei Rätseln, wo am Boden Felder leuchten. Morrigan, hast du noch was Neues zu sagen? Ja. Wisst ihr, wofür dieser Teil des Tempels genutzt wurde? Der Raum, in dem wir gerade stehen, ist ein Vorraum, nicht der eigentliche Tempel. Für jene, die es kannten, war dieses Ritual vielleicht nicht viel mehr als ein höfliches Klopfen an der Tür. Diese Gebräuche waren den Altelfen vermutlich ebenso vertraut wie euch und mir die Verbeugung vor einer Königin. Hä, kennen wir doch schon. Gehen wir weiter. Wie ihr wünscht. Hab ich gerade. Entschuldigung, Solis. Dringe tiefer in den Tempel vor, das machen wir. Wie ich sehe, sind die Venatori den Wächtern des Tempels bereits begegnet. Wisst ihr was? Langsam machen mir diese Elfen Angst. Die Magier haben ihren heiligen Boden betreten. Genau wie wir. Ich meine ja nur. Wo er recht hat. Aha. Der Mythal-Tempel. Erbaut in einer Zeit, in der nicht Menschen, sondern Elfen über dieses Land herrschten. Angreibogen. Die Elfen verehrten Mythal als Göttin der Gerechtigkeit. Sie kamen hierher, um ihr Urteil zu erbitten, nachdem sie ihren Wert bewiesen hatten. Hier herrscht seit längst vergangenen Zeiten Stille. Gut, wir haben einen Bogenplan bekommen. Das ist schön. Dann machen wir mal auf hier, die Bude. So, Elfentempel haben wir ja schon ein paar von innen gesehen, also sollten uns zumindest die Strukturen bekannt vorkommen. Wer ist das? Ist das Calpurnia? Sag mal. Bestimmt, oder? Ich weiß nicht mehr, wie sie aussieht. Lasst sie nicht durch! Wer ist das? Wer ist das? Oh, tschüss. Auf sie mit Gebäul! Cassandra, streck dir erstmal alle nieder! Der Eissturm ist so gut. Wer bist du? Venatori Bindungsmagier. Okay, mehr nicht. Also jetzt nicht irgendwie noch ein Special-Typ. Oder der Special-Typ kommt gleich noch. Denn wir haben ja da hinten noch einen roten Punkt. Aber auch nur ein ganz gewöhnlicher Bindungsmagier.
können wir sie einholen. Aber... Wartet, einen Moment. Während sie vorauseilen, ist das der Weg zu unserem wahren Ziel. Wir sollten dem Pfad der Bittsteller folgen wie bisher. Da draußen kämpft und stirbt eine Armee für uns. Je länger wir zögern, desto mehr Soldaten verlieren wir. Lasst uns da runterspringen und der Sache ein Ende machen. In diesem Fall muss ich der Hexe recht geben. Wir stehen auf uraltem Boden, der unseren Respekt verdient. Ihr seht die Dringlichkeit. Wir dürfen die Quelle der Trauer nicht unvorbereitet suchen. Wir wissen nicht, was hinter diesen Türen ist. Vielleicht haben sie einen Grund, einen anderen Weg zu gehen. Hätten sie gekonnt, hätten sie weitergemacht. Die hier muss zu ihrem Ziel führen. Ihrem Ziel oder unserem? Die natürliche Ordnung ist in Gefahr. Einst wandelten Legenden durch Cedars, mächtige und wundersame Wesen. Ihr Tod hat uns alle ärmer gemacht. Korypheus würde die uralte Macht der Quelle verschwenden. Ich würde sie wiederherstellen. Ich hätte nicht erwartet, dass eure Antwort so romantisch ausfällt. Glaubt mir, ich bin ebenso überrascht wie ihr. Die Menschheit stolpert durch die Welt und zerstört alles, was sie nicht versteht. Elfen, Drachen, Magie, die Liste ist endlos. Stimmt. Wir müssen den Lauf der Dinge aufhalten, sonst ist alles, was uns bleibt, Profanität. So viel steht fest. Ich konnte in der ersten Kammer mehr entziffern, als ich zugab. Aha. Zum Beispiel, dass jenen, die die Quelle der Trauer benutzen, eine große Gnade gewährt wird. Allerdings zu einem schrecklichen Preis. Was genau stand auf dem Altar über die Quelle der Trauer? Wie die meisten elfischen Inschriften war auch diese unsäglich vage. Der Begriff, den ich entziffern konnte, war Halam Shivenes, das süße Opfer der Pflicht. Es beinhaltet den Verlust von etwas Persönlichem um der Pflicht willen. Ein durchaus erstrebenswerter Handel für die Diener dieses Tempels. War euer Vertrauen in mich nicht groß genug, um mir gleich von diesem Preis zu erzählen? Ich hoffte, noch mehr Informationen zu finden. Hätte ich euch hintergehen wollen, hätte ich mich gänzlich unwissend gestellt. Eure Sache hat für mich Priorität. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, diese Quelle zu retten, bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Um was zu erreichen? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht weisen uns die Rituale den Weg. Folge Calpurnia durch das Loch oder führe die Rituale durch. Ja? Ich möchte noch einmal über die Quelle reden. Ich verstehe. Möglicherweise bekommen wir nie die Möglichkeit, die Quelle zu benutzen. Das ist mir klar. Aber falls wir sie bekommen, werde ich sie benutzen. Mehr wollte ich nicht sagen. Ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Was, wenn euch etwas zustößt? Was wird dann aus eurem Sohn? Kieran ist ein kräftiger Bursche. Ihm wird es gut gehen. Mit mir oder ohne mich. Seid ihr euch da sicher? Dieser Tage ist erschreckend wenig sicher. Okay. Also entweder wir gehen hier runter. Wollt ihr auf die Rituale verzichten, Inquisitor? Nein, will ich Überlegt nicht. Überlegt euch das gut. Wir machen Wenn wir den Venatori folgen, gibt es kein Zurück mehr. Wir führen die Rituale durch. Dazu habe ich mich entschieden. Vogel. So, wenn wir die Rituale durchgeführt haben, geht dann offenbar diese Tür auf, denke ich mal. Aber die Durchführung der Rituale werden wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Bis hierher sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.